willkommen auf unserem Kanal. Heute haben wir hier wieder ein Unboxing. Haben wir ein japanisches Paket bei Amazon bestellt. Hier ist schon ein bisschen erklärt, was das ist. Ich habe schon was gesehen. Warte, das. Achso, hier haben wir lauter Flyer von den Sachen, die drin sind. Der Laron hat als erstes schon mal was rausgezogen. Ein Getränk, was ich immer Und zwar ist das dieses Getränk. Mit dieser Kugel. Das hat diese Kugel oben drin. Das ist, soll richtig schwer einzupacken sein. Ja, dafür hat sich die Box ja schon mal gelohnt. Das sollen wir jetzt irgendwie... Ach du Scheiße! So, jetzt kriegen wir die Kugel nicht da reingedrückt. Okay, aber ich will auch mal probieren. Zeig mal eben hier. Ananas. Ananas. Und zwar sind das diese, da ist die Kugel jetzt drin, ne? Diese Flaschen, die wir auf TikTok schon oft gesehen haben. Jetzt probieren wir die mal. Mit viel Druck drauf machen. Mit viel Druck drauf, ja, da steht auch, wie sie aufgeht. Zack, zack. Und jetzt probieren wir die mal. Cool. Richtig lecker. Das passende, die passende Beschreibung dafür. Ramune. Aber es wird wahrscheinlich anders ausgesprochen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber so steht es geschrieben. Das finde ich jetzt natürlich gut. Hier sind überall nochmal Zettel bei, die beschreiben, was das ist. Und die Jelly Stick. Ich will auch ein Stück davon probieren. Diese Jelly Stick. Darf ich nicht hochziehen? Darf man nicht hochziehen? Ich beiß den jetzt ab. Okay, so sieht der aus. Das Stück. Ich habe abgebissen. Den Rest kannst du jetzt essen. Jetzt ziehe ich das hoch. Schon weg? Komplett leer. So. Jetzt ziehe ich eins. Hier haben wir, hier guck mal, Bourbon. Das sind wahrscheinlich Kekse. Bourbon. Vanillekekse. Vanilleplatten? Oder Vanillekekse? Hier sind zwei Stück drin. Zeig mal, wie die aussehen. Ja, die sehen aus wie, sind so Waffelkekse, ne? Aus Müller. So ein bisschen aus wie die. Tadadada. Was nehmen wir denn? Ah, Pocky. Pocky, Pocky. Da habe ich irgendwas gelesen von Pocky. Das sind, glaube ich, so ein Kado-Stäbchen aus Nuss. Pocky. Und zwar ist das eins der bekanntesten und beliebtesten japanischen Süßigkeiten. Die stehen da ganz oben. Das sind Gebäckstangen und die kommen wohl in ganz vielen Anime-Serien vor. Die sind wahrscheinlich so ein bisschen wie bei uns diese Mikado-Stäbchen. Auch das beliebteste Süßigkeiten. Die haben sogar einen eigenen Jahrestag, nämlich am 1.11. Das ist ein Pocky-Tag. So sehen die aus. Was mir lecker. Ja, sie also schmecken genau wie, wie diese Mikado. Ja, nur mit Nuss. Nur mit Nuss. Bisschen so wie Magnum-Mandel. Ich glaube, das ist ein scharfer Keks. Ach, das ist von One Piece. Darf ich mal gucken? Will ich den mal angucken? Keks, kennst du One Piece? Nee. Das ist eine Anime-Serie. Eine Anime-Serie, ja. So sieht der aus. Das ist der. Kennst du die? Wer ist das? Die Serie heißt One Piece, aber ich weiß nicht, wie Charaktere sind. Ich gucke das manchmal. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Hanuta. Mach mal auf. Oh, was ist das denn? Ein Tattoo oder eine Karte, Sammelkarte. Ein Sticker? Sticker. Ich weiß nicht. Dreh mal rum. Wie sieht der aus? Die Koppel wird glänzen. Wahrscheinlich so eine Sammelkarte, so wie. So. Okay, das ist Miller. Einmal teilen. Ja, ist wie Hanuta. Hier sieht man es wie Hanuta. Diese hier gibt es zwei verschiedene. Und wir hatten jetzt den schwarzen davon. Ich würde jetzt mal sagen, ich nehme jetzt mal die Mochis raus. Mochi Samana. Okay. Sesam-Mochi. Juhu, ich liebe Sesam. Ich mag eigentlich Sesam. Ja, ich mag Sesam. Also kommen jetzt gleich, sind nur noch Kleinteile drin. Die Kiste hat ungefähr 30 Euro gekostet auf Amazon. So, Laron hat die Mochis jetzt auch. Die riechen nach Sesam und nach... ich möchte auch einen probieren. Wasabi. Premiere, ich habe noch nie Mochi gegessen. Jawohl. Nein, ich habe noch nie die Schokomochis bei Rewe. Ja, aber das war ja Eis. Das war ja nicht hier so... Wie geht die ich hier? Ich glaube, da ist Wasabi drin. Mal gucken. Gib mal her, was steht denn da auf der Packung? Zeig mir mal die Packung. Ich glaube, das ist mit Bohnen. Mochi Sesam. Stellen wir mal mit dahin. Ich glaube, dem Laron schmecken die nicht.
Ich mag die. Ich esse auch die Sesambällchen beim Chinesen ganz gerne. Die schmecken halt so ein bisschen wie diese Sesambällchen beim Chinesen. Dann würde ich jetzt erstmal so ein kleines Bonbon ziehen. Ja, das kann man ja schlecht teilen. Dann esse ich das jetzt einfach mal so. Zeig aber übrigens mal, wie das aussieht. Ja, aber ich wollte mal gucken. Ich befürchte, dass da Sojasauce drin ist. Guck mal eben, hier sind ja die Zutaten-Dinger. Aber ich glaube, die nennen sich Daichi-Bonbons. Und weiß ich natürlich nicht, was wir haben. Wir haben ein schwarzes. Könnte Zimt sein oder Cola. Cola und Zimt. Nein, Zimt. Ja, Zimt ist ja lecker. Mm-mm, das ist richtig eklig. Okay. Und kommt wieder hier hin. Jetzt würde ich nochmal so ein kleines Bonbon nehmen. Daron hat jetzt hier dieses Bonbon rausgenommen. Sieht wie ein Litschi-Bonbon aus. Ein Fisch. Mhm. Die kenne ich. Da ist Schokocreme drin. Der sieht süß aus. Ja. Du kriegst. Ich will das kleine haben. Ah, das ist ein Kuchen. Guckt. Da ist irgendwie Schokocreme drin. Fisch hatten wir nicht dabei. Jetzt auf der Beschreibung ist es einfach wie ein Cake mit Schoko. Das ist so Kittyland, steht da drauf. Kittyland. Mit so Häschen und sowas. Sag mal. Ja, die Verpackungen sind ja teilweise richtig süß, ne? So sehen die aus. Das ist noch ein Flutschi. Ah. Das ist meiner. Nein, der Hälfte ist dir. Hier sind noch zwei weitere Bonbons drin. Kaffee und ich weiß nicht, was das andere jetzt ist. Die legen wir einfach mal mit dahin. Die packen wir jetzt nicht auch noch extra auf. Oh nein, der Keks ist kaputt. Das sind so kleine Kekse, oder? Ach, die haben unterschiedliche, oder was? Ich nehme den Bär. I feel so comfy. Ich nehme den Bär, der Saxophon spielt. Schon süß. Nee, ich nehme den Spruch. Das sind Butterkekse, so wie die aussehen. Mm-mm, Erdbeerkekse. Ja, stimmt, Erdbeerkekse. Okay. Lecker. Hier ist noch so ein Jellystick. Den legen wir jetzt auch mal noch dabei. Hier sieht's aus. Dann haben wir noch zweimal diese Lava-Kekse. Gib ich dir ein. Und ich krieg ein. Das ist Strawberry. Ja, mit Füllung, guck. Zeig mal. Ah ja, das sind diese Erdbeerkekse mit Füllung. Beiß mal rein und zeig mal. Lecker. Und schmecken die? Ja, schmecken nicht nach Erdbeer. Doch, halten gut. Ja, man sieht's. Und zuletzt ist in der Kiste noch so ein großer Cookie. Den habe ich eben hier auch gesehen. Die Kiste ist leider schon leer. Doch, da ist noch ein KitKat drin. KitKat Mint. Okay. So, mal eben die Kiste da hinten hin. Machen wir erstmal die auf. Den habe ich jetzt eben auch hier irgendwo gesehen. Da sind noch die diese Lava-Kekse. Die haben verschiedene Geschmackrichtungen. Ich glaube. Ah, das sieht aus wie so ein Krabbenkeks. Reiskracker. Ich krieg den und ich nehme den zerbrochenen. Das ist auf jeden Fall nicht süß, der ist herzhaft. Und zwar. Meiner schmeckt nach Krabbe. Die heißen Potter Potter Yaki. Das sind Reiskracker. Die geformt und frittiert werden. Die sind entweder knusprig, kross oder können ganz unterschiedlich gewürzt werden. Sind mit Sojasauce, Zucker gewürzt, was ihnen einen interessanten, süß und gleichzeitig herzhaften Geschmack ergeben. Das schmeckt nach Hummer. Krabbe. Ja. Schmeckt auf jeden Fall nach Sojasauce. Meiner ist knusprig. Meine aber schmeckt lecker. Aber nach Krabbe. Mhm. Schmecken auf jeden Fall lecker. Das ist nämlich so, wie gesagt, dieses Reis. So, jetzt haben wir noch wir haben noch zwei Sachen. Jetzt haben wir noch hier einmal KitKat Mint. So ein kleines Mini-KitKat.
Oh, die riechen richtig wie After Eight. Richtig cool noch. Mhm. Sind sogar grün. Also. Lecker. Ja, schmecken so ein bisschen wie After Eight. Und noch stärker. Ein bisschen stärker, ja. Aber so sind nicht schlecht. Und als letztes Teil. Als letztes Teil haben wir Potato Chips. Die sehen aber lecker aus. Oh, die sehen wirklich lecker aus. Hier. Aus dem Lack. Riesige Kartoffelchips. Seesalz. Seesalz. Mit Seesalz. Ich mag Seesalz. Ich mag die am allerliebsten von allen Chipsorten mit Seesalz. Ja, ist okay. Schmeckt gut. Das war alles. Bisschen dicker, ein bisschen kartoffeliger wie unsere, ne? Also, was ich euch mal zeigen wollte, es gibt hier, wie gesagt, zu jedem Teil diese Zettel. Da sind die Flutschi-Würstchen. Da sind die Flutschis. Und hier gibt es halt, wie gesagt, zu allem eine Erklärung. Und was ich auch süß finde, hier ist einmal die Stadtkarte. Packen wir mal aus. Macht die mal eben auseinander. So sieht das aus. Mit den Stadtteilen. Und jetzt ziehe ich diese Japan. Wurst mal hoch. Das war traurig. Ja. Schmeckt aber fast genauso. So, und das ist hier so die Rückseite. Das war's mit unserem Video. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde uns sehr drüber freuen. Tschüss! Tschüss! Tschüss.